Ist ein riesen Anlass von geistigen und körperlichen Menschen mit Behinderung haben. Mit Down-Syndrom, auch mit schwere Behinderung. Die machen 25 verschiedene Sportarten. Sowas hat man ja noch nie gemacht, da überhaupt mitmachen zu dürfen. Jeder erlebt seine eigene Geschichte, finde ich immer. Bei Special Olympics. Die World Games. Rund 7000 Sportlerinnen und Sportler aus über 190 Ländern. Die größte inklusive Sportveranstaltung weltweit. Zum ersten Mal in Deutschland. Noch 6 Monate bis Berlin. Teambuilding. Die deutsche Nationalmannschaft im Frauenfußball. So. Hi, mein Schatz. Hi. Er hatte doch auch einen Ball mit dabei. Ich bin aufgeregt und ich gucke mir heute das Spiel an. Und wenn ich vielleicht ein Autogramm vom Poppy kriege. Sarah, wir machen jetzt mal Querfeld ein. Querfeld ein, da ist aber ein Zaun. Wir müssen wahrscheinlich hier einmal rein. Susi, vermisst du irgendwas? Oh, uiuiui, ui, das fängt ja schon gut an. Alles gut? Ja. Ja? Die Mannschaft an sich lernt sich halt auch das erste Mal jetzt kennen, weil wir halt eine Kombination aus 3 Berliner Spielerinnen und 8 Gladbacher Spielerinnen sind. Es ist mal schön, dass man ja zusammenspielt als eine Mannschaft und man ein bisschen einfach mal sich heute einfach mal kennenlernen darf und so hier und so. Da hat man während so einem Trainingslehrgang überhaupt gar nicht so die Zeit, ne? Dann ist halt eher der Fokus auf Sport. Und während der Weltspiele, wenn man wirklich 2 Wochen unterwegs ist, muss halt auch so die Chemie in der Mannschaft ein bisschen stimmen. Essen gegen Wolfsburg. Bundesliga. Wir kriegen unser Trikot übergeben hier, weil wir im Training was gewonnen haben bei so einem Turnier, ich und Susi. Ja. Wollen wir das kurz auf die Bank setzen? Nico, setz dich hin. Komm, ich mach Bilder. Komm, wir nehmen die Plätze. Ah. Und? Wie sitzt es sich da? Ist das aufgeregt? Ja. Ihr habt natürlich auch das richtige Spiel ausgesucht, ja. Mit ausverkaufter Haupttribüne. Ja, Haupttribüne wird gleich ausverkauft sein. Aber jetzt müssen wir, glaube ich, einmal zur Trikotübergabe. So, ihr beiden. Ist die Aufregung noch da oder geht? Geht. Wolfsburg ist auch schön, weil da spielt ja die Alexandra Popp. Die ist ja eigentlich einer meiner Vorbilder und die setzt sich immer sehr für alles ein und so. Und das finde ich immer gut. Vielen ist es bewusst, aber halt auch nicht allen Spielerinnen, was das halt wirklich für eine Veranstaltung halt auch ist, woran sie halt teilnehmen dürfen und dass sie halt auch wirklich Deutschland repräsentieren. Also das wird jetzt halt mit der Zeit immer intensiver. Sie merken es halt auch, weil halt der Leistungsdruck dann halt doch so ein bisschen mit da ist. Ja, Aufregung. Das ist für mich das erste Mal. Das ist für mich eine große Veranstaltung und das war für mich schon aufregend. Die Mädels an sich haben halt wirklich auch schon viel erlebt, aber halt die Weltspiele im eigenen Land, das ist halt noch mal was ganz anderes. Egal vorne, hinten, egal wo. Dann dreh dich mal um, dann mach ich noch einen Rücken. Schöne Heimreise, wir sehen uns bestimmt noch mal wieder. Ich wollte mit fragen, ob ich mit euch beiden, mit dir und Poppy, ein Foto machen kann. Hi, wir nehmen dieses Jahr an den Special Olympics mit dran teil. Oh, cool. Und genau, das ist quasi die deutsche Delegation. Ja. Und deswegen würden wir uns freuen, wenn wir ein paar Autogramme von dir bekommen. Ja, klar. Nächste Station ist unser Trainingslager in Berlin. Da wird sich die Mannschaft dann halt wieder treffen. Wer wollte noch einzeln? So. Ciao. Ah, danke schön.
Ja, es ist eigentlich alles viel Arbeit noch vor uns her. Wir wollen ja was erreichen da und ja, wir haben viel Arbeit vor uns, aber naja, eben von nichts kommt eben nichts, ne? Tennisspieler Timo Hampel. Der 26-Jährige wurde mit dem Down-Syndrom geboren. Ah, Andreas. Hi. Hi. Schön, dass du da bist. Und wissen, warum ich hier bin? Der Engeljubel hier. Der ja, Engeljubel. Ja, ja. Du darfst gleich noch nach vorne und was vorstellen, oder? Ja, wurde endlich mit mir Fragen gestellt. Ach so. Ja, das macht Annika. Richtig. Ich bin Annika Künzel und ich mache das Projekt Wir gehören dazu, was das Ziel hat, mehr inklusive Sportangebote zu fördern. Und in dem Rahmen versuchen wir eben natürlich auch Netzwerktreffen zu organisieren, wie heute. Wir versuchen so ein bisschen den Austausch zu schaffen, natürlich auch auf die Weltspiele nochmal hinweisen, die ja dann stattfinden, mit Timo an der Seite. Ich habe so ein paar Fakten einfach mal für euch mitgebracht, dass ihr mal sehen könnt, was für Dimensionen das tatsächlich hat. Also 7000 Athletinnen sind tatsächlich auch vor Ort. Ich glaube, Timo sticht auf jeden Fall immer heraus aus der Masse. Man weiß immer, wo er ist. Und er ist bei uns bei Special Olympics Deutschland im Unified-Tennis-Team. Und du wirst ja auch in Berlin da sein, richtig? Ja, das stimmt. Was heißt denn Unified überhaupt? Unified-Tennis? Jeder hat einen Partnernamen, einer mit Behinderung, einer mit ohne Behinderung zusammen ist. Zum Beispiel mit meiner Schwester spiele, mache ich Tennis, spiele, da wird mit Unified gespielt. Der Vorteil ist, dass es mein erstes Mal ist und da bin ich auch ein bisschen nervös, aber ich freue mich einfach, dabei sein darf. Das ist die Hauptsache. Hast du sonst noch was? Eine Anregung oder irgendwas? Ja, ich will was sagen. Ich wünsche euch viel, viel Spaß hier teilnehmen. Super, danke dir, Timo, für deine paar Erfahrungen. Ich bin hier beim Netzwerktreffen. Ich führe ein Gespräch mit Timo Hampel. Hallo Timo. Hallo. Wie gefällt dir das Netzwerktreffen heute? Ach, das war, ich finde das nett hier, wenn ich hier dabei sein darf. Und die Interview mit von Special Olympics gesprochen habe, über die Weltspiele gesprochen habe. Worauf freust du dich am meisten in Berlin? Und ich bin froh. Von Menschen, neue Menschen kennenlernen, andere Sprachen, einfach Spaß zu haben. Der ist ziemlich freundlich, der ist ehrgeizig und neugierig, der möchte auch überall dabei sein. So, Timo, was ist los? Ich will was ändern, ich baue Bohnen. Ja, das wollen viele. Ja. Wir müssen auch der Gesellschaft zugehören. Wir einfach sind auch wir in Behinderung, auch wir sind immer schlecht. Wir haben keine Erfahrung, du was nicht machen. Wir wollen was ändern und wir werden nicht ernst genommen. Und das ist nicht fair. Verena Sänger und ihr Freund Kai. Wir fahren bis Hallerstraße und machen Hockey. Einmal die Woche, ja? Jeden Samstag. Verena ist Hockey-Nationalspielerin. Sie trainiert bei den Hockeys. Herr Maywald, du nimmst das ganze Equipment hier mit. Neben Verena haben sich noch zwei weitere Spieler der Hockeys für die Special Olympics qualifiziert. Wir sind sozusagen nachhaltig, weil wir schon über 31 Jahre existieren. Zurzeit sind wir auf dem Papier 22 Spieler und Spielerinnen. Also es ist ein totaler Mix. Und alle können Hockey spielen, egal was für ein Handicap sie haben. Paul hier. Paul kommt gerne mal zu spät, ne? Aber nee, tut dir leid, Dad. Tut dir leid? Okay, schnell rein. Danke. Komm mal, Spielfeld. Octavius, läufst du mal vor? Einmal Runde zum Anfang. Hinterher, alle hinterher, einmal hinterher. Bei uns sind nicht alle gleich, was die Regeln angeht. Das heißt, um es ein bisschen auszugleichen, ist den meisten das erlaubt, den Ball mit dem Fuß zu berühren auch. Und wir versuchen das jetzt gerade, wir haben ein eigenes Turnier dieses Jahr. Wir versuchen das bis dahin hinzukriegen, dass wir ohne Schiedsrichter auskommen. Zwei gegen eins gegen Nationaltorwart. Dr. Tervis und ich gehen hin und her, du bist alleine. Du bist alleine. Gut gespielt. Verena, sehr gut.
Ja, Verena ist eben eine der wenigen jungen Frauen, die wir haben. Ja. Und Verena hat sich eben in diesen Auswahlwochenenden für diese Special Olympic World Games qualifiziert, weil sie eben gute Verteidigung macht. Oh, okay, okay. Mit ihr kann man gut spielen, die kann gut passen. Nein, du musst zu mir. Nikolai! Ich mag sie vom Herzen und das weiß sie auch. Und deshalb ist sie für mich die beste Freundin, die man haben kann. Also Verena zeigt jetzt immer aus, dass sie sehr gut verteidigt. Die hat die Schläger sehr viel unten. Und dafür ist sie ignoriert worden. Das finde ich super. Kommt gut nach Hause? Ja. Schick mir mal ein paar Fotos. Ja, machen wir. Fußballspielerin Nicola Brings lebt seit gut einem Jahr in ihrer ersten eigenen Wohnung. Ja, das war ein großer Schritt, dass man alles ein bisschen gucken will, dass man das selber schaffen will auch und so. Am Anfang war es schwer, aber ich meine, es ist eigentlich auch schön, so ein bisschen der Herr Hauses zu sein, selber, so selber entscheiden, was man macht. Hallo. Na? Na? Dass Nico da wirklich das auch hier so souverän macht. Also da bin ich, glaube ich, immer noch so diejenige, die immer noch alles Mögliche machen will. Aber sie macht das eigentlich super toll. Alles alleine so, ihr Leben. Die 38-Jährige hat bereits an 3 Weltspielen teilgenommen und viele Titel gewonnen. Da sind wir schon mal öfters Meister geworden in dieser Behindertenliga. Da waren wir immer sehr, schon ein bisschen sehr gerufen. Da meinten die so, da kommen so ja wieder die. Da hatten die schon ein bisschen alle Angst vor uns, dass wir dann alles wieder Grund und Boden spielen und so. Und kannst du irgendwie sagen, wo es für dich am schönsten war? Ja, in Düsseldorf, wo du und Oma dabei warst. Ich meine jetzt von den großen Städten, wo ihr wart. Ich meine. Ja, Shanghai war schön, ja. Das war mal eine Umstellung für die ganzen, ja klar. Seit fast 20 Jahren spielt Nicola in Mönchengladbach für die Mannschaft der Hefata-Werkstätten. Ein besonderer Tag heute. Dann gibt es noch eine tolle Neuigkeit. Natascha hat die große Ehre und darf nach Griechenland fliegen. Und dort einmal die Zeremonie vom Olympischen Feuer miterleben und da das Feuer halt abholen und bis nach Berlin bringen. Yeah. Ich konnte es auch nicht glauben, Natascha. Ich war ein bisschen perplex und sowas. Weil es auch meine ersten Weltspiele sind in Berlin. Aber das finde ich schon cool. Das ist so wichtig für die Mannschaft, dass die das mal darf. Und so, ja, das ist eine Ehre von uns alle, dass wir, ja. Okay, dann starten wir jetzt mal mit unserem Sportprogramm. Ich habe Sportmanagement studiert und bin jetzt als Marketingmanagerin tätig. Ja, durch die Weltspiele ist der Zeitaufwand natürlich halt echt extrem. Also allein in diesem Jahr durch die ganzen Vorbereitungslehrgänge und so fallen halt 18 Tage Urlaub an, ja, die man dann halt aber auch gerne nimmt. Seit 13 Jahren trainiert Sarah Splinter das Team. Susi, denk dran, was du dir vorgenommen hast. Mir fällt es schwer, dass ich nicht so gut bin wie die anderen. 1, 2, 3, 4, 5. Sarah? Sarah, kommst du mal? Oh, das ist unser kleines Träumer, da, ne? Es fehlt für alle. Die anderen sind besser als ich. Das finde ich scheiße. Viele wollen dann aber trotzdem mehr. Und da ist dann halt doch so ein bisschen die Barriere, dass sie halt dieses bisschen mehr dann halt nicht immer so können. Ich fahre ja mit, fahr ich als Feldspielerin mit oder als sitze ich manchmal auf der Bank. Naja, jeder muss mal auf der Bank sitzen, aber ja. Du fährst als Spielerin mit, ne? Mhm. Deswegen dreht sich dich ja auch immer so. Ne? Ja. Müssen wir dann noch mal viel ermutigen, wenn die dann mal ein bisschen Angst hat vielleicht, dass sie das nicht schafft. Die nehmen mich auch so auf, dass ich die Schwerere bin und die nehmen mich ins Team mit rein. So, noch mal schnell was trinken gehen, dann machen wir jetzt Torschuss und danach unser Abschlussspiel. Okay.
wenn wir mal nicht so spielen. Da kann die auch richtig an die Seitenlinie richtig böse werden. Ja, guck mal, Lizzie, hast ja doch einen Schuss. Die will ja nur das Beste, die will ja auch nur, dass wir auch Erfolg haben und dass es uns auch dabei gut geht. So, hier, schneller Wechsel. Es ist halt einfach schön zu sehen, wie sie halt selber über ihre Leistung halt hinauswachsen, was halt im Vorfeld irgendwie niemand so erwartet. Susi, denk dran, ne? Du warst heute richtig gut, fang jetzt nicht an zu träumen. Ja. Wach bleiben. So, wie sie dann halt doch ihre Leistung und sowas halt abrufen, ja, und sie halt da irgendwie zu fordern und zu fördern, ist halt einfach echt eine schöne Sache. Vorbereitungen im Zirkus Regenbogen. Hier trainiert auch Tennisspieler Timo Hampel. Ziel von Special Olympics ist ja, Menschen mit der Diagnose einer geistigen Behinderung eben auch die Anerkennung zu geben, ihnen einen Ansporn zu geben, dass sie sich eben auch entwickeln und insofern auch an der Gesellschaft teilhaben können. Hallo Alfred. Hi Timo. Heute machen wir ja Einradfahren, aber erstmal ein bisschen aufwärmen. Ich finde das toll, mehr Herausforderung. Ich kann selber Einradfahren, alleine fahren. Und mein nächstes Ziel ist, alleine aussteigen, alleine und selber fahren. Timo macht's mal vor, ne? Das haben wir gesagt, du tust so, als ob du schon Einrad fährst, ne? Das braucht Vertrauen. Hat er? Macht er auch gut. Ups. Super. Alfred. Okay. Oh, okay. Was man vielleicht auch noch ganz besonders beachten muss, Menschen mit Trisomie 21 nehmen ihren Körper nicht genauso gut wahr wie wir. Mich würde mal interessieren, ob es dir gelingt, wenn du um die Kurve willst, ein bisschen die Schultern zu drehen und ob du dann besser um die Kurve kommst. Schau mal, da gucken wir, weil wir kommen. Genau das meine ich. Dann sind Erfolgserlebnisse aber ganz, ganz wichtig, weil sie müssen eigentlich erstmal diese vielen Misserfolge, diese vielen Erlebnisse, oh, ich kann das nicht so gut wie andere, kompensieren und sich rehabilitieren in dem Gefühl. Wir gucken alle zu Timo. Und wenn dann die Teilnehmenden merken, dass sie eine Aufgabe bekommen, die auch bewältigbar für sie ist, dann schafft das natürlich auch wiederum Vertrauen. Okay, Timo, wie rum wollen wir fahren? Keine Ahnung, einfach fahren. Ich glaube, wir sind so rum. Ja, das können wir machen. Und los geht's. Schön außen rum. Okay, Timo, weiterfahren. Wir machen Handwechsel. Gut. Super. Timo, alleine? Nee, jetzt bin ich nicht bereit dafür. Es ist mir sehr wichtig, dass die sich hier auch als Helfende erfahren. Das hebt auch sehr den Kopf. Und das schafft Vertrauen, Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein. Und Schritt. Komm, Leute, wir helfen dich. Bisschen fahren. Du sollst nicht ablecken. Und Schritt. Wollen wir das mal ausprobieren? Team auf der anderen Seite. Okay, oder so. Geht gut längs. Vorlage und Stopp. Fallen ein bisschen fallen und treten. Ja, genau, super. Eine Pause, Lotti. Weitermachen? Ja, klar, Lotti hat Feuer gefangen. Lotti erstmal fragen, Alfred. Lotti soll entscheiden. Stimmt. Wir haben beide eine Behinderung haben, mit gleichzeitiger Behinderung haben. Das ist anderes. Ich bin ein bisschen älter und Lotti ein bisschen jünger ist. Ich habe ihm beigebracht, ins Schwimmen beibringen, guten Retter machen will. Und Lotti will sowas auch wieder machen will. Timo, es ist tatsächlich auch so ein bisschen das Zutrauen. Ich kann das alleine. Das ist wirklich entscheidend. Wow. Ja, das war super, würde ich mal behaupten. Hat dir das geholfen mit der Schulter? Ja, hat fast geholfen. Fast? Ja, ich habe fast hingeschmissen. Nachdem er gemerkt hat, okay, ich mache Erfolge, ich werde besser, ich kann es alleine, das motiviert, das steckt eben alle an. Und so ist Timo also in vielen Bereichen immer mehr einfach begeistert und will ganz viel lernen. Und ich finde, er hat das Recht dazu. Alfred, ich versuche es, einen Schulabschluss machen. Ich mache eine Förderstunde mit Alfred zusammen.
Das finde ich toll. Schreiben, Grammatik, die Aussprache. Da die den mittelreifes Abitur nachholt haben. Und die komm her. Also wir wollen niemanden zur Schau stellen, aber wir wollen eben auch Menschen die Gelegenheit geben, dass sie über sich hinauswachsen können, dass sie auch einen Applaus bekommen. Und da ist der Grat tatsächlich schmal. Die Stunde ist zu Ende, kommt gut nach Hause und tschüss. Nur noch 3 Monate bis zur Eröffnungsfeier in Berlin. Die Aufmerksamkeit wird größer, auch bei den Hockeys. Ich denke, die sind ein bisschen aufgeregt. Verena, Tom und Stefan, die uns in Berlin vertreten. Es ist ja doch ein großes Medieninteresse zurzeit, gerade beim inklusiven Sport. Und die Ziele sind hoch. Dass wir ins Finale sind, um die Goldmedaille spielen. Und das ist schon mein Wunsch. Wie fühlst du dich, wenn du auf dem Hockeyplatz bist? Kannst du das beschreiben? Wie geht das? Ich finde das toll. Ich bin auch die einzige Frau da drin. Was genau wollt ihr reißen in Berlin? Oh, sehr viel über reißen. Vielleicht auch gleich auf dem Decken zu stehen. Die ersten Fans haben wir schon, die ersten Fans, ja. Seit Sonntag. Als wir in Harburg aufgestiegen sind, kamen ein paar Ladies von hinten. Wir haben euch gesehen auf Instagram. Ihr seid ja die Hockeys aus Hamburg und dann sind die weitergegangen. Und einer hat mich gleich mit Namen angesprochen. Mit, ja, mit Stefan. Hallo, ja. Hi Stefan. Ja. Und dann habe ich gesagt, hä? Wo kommt der? Ja. Das war der erste Fake-Kontakt. Die Special Olympic World Games zum ersten Mal in Deutschland. Das ist natürlich eine Riesenchance, den inklusiven Sport in Deutschland nach vorne zu bringen. Verena, wie wichtig ist es für dich, dass du Hockey spielst? Überhaupt Sport zu machen und dass es Spaß bringt. Und mit den Menschen zu spielen, die hier auch heute stehen. Ich freue mich am meisten drauf auf die anderen Kontinente natürlich und auf die anderen Menschen, die auch da auftauchen werden. Und manchmal auch Kontakte zu knüpfen, das hier bei mir als eins. Ich habe mich glücklich gefühlt zu wissen, du bist jetzt dabei, brauchst keine Angst mehr haben, du bist im Team. Und jetzt frage ich jeden noch mal einzeln, was ist euer Ziel für die Weltspiele? Stefan? Zu gewinnen. Spaß zu haben. Menschen zu treffen. Das ist eigentlich perfekt. Genau das soll Sport sein. Ja. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Kalte Hände? Nein, schon Sport. Oh. Hockey spielen. Trainingslager für die deutsche Frauenfußballnationalmannschaft. Fokus ist tatsächlich heute viel auf Spielen, damit ich halt auch erfahre, wie eure Spielerfahrungen und sowas halt soweit sind. Alle bereit? Ganz locker warm machen, ja. Mädels, nicht schnacken, schnell zurück! In Deutschland sind die halt relativ erfolgreich, aber das kann man halt international überhaupt gar nicht vergleichen, ne? Und das wird halt auch eine riesen Herausforderung werden, während der Weltspiele. Wenn wir dann halt ein paar Spiele verlieren, die Stimmung trotzdem halt auch so zu halten. Ne? Ihr müsst jetzt beim Flanken halt auch wirklich gucken, ist da eine Abwehrspielerin oder nicht. Und die Lizzie versucht auch wirklich, den Ball zu bekommen und das Spiel zu zerstören. Ne? Geht nochmal alle auf eure Position. Und komm, Nathalie. Sehr schön. Ich muss sagen, das sieht sehr, sehr gut aus und auch mit unseren 3 Berlinerinnen. Ich würde sagen, gut eingekauft. Ne? Wir haben ja einfach eine großartige Mannschaft, die hält ja auch immer zusammen und alles. Und dafür sind wir ja auch so in Hefata auch bekannt für, immer wieder, wenn wir für Special Olympics hinfahren. Dafür, dass wir immer zusammenhalten und dass unser Kampfgeist immer wieder da ist. Also Nico ist auf jeden Fall Fels in der Brandung. Die ist für die Mannschaft extrem wichtig, einmal menschlich, aber halt auch auf dem Feld. Für Special Olympics ist immer für mich ein Highlight. Ich habe dann immer Gänsehaut. Wenn meine Familie oben auf die Tribüne sitzt und dann so runterjubelt und so. Ja, das ist großartig. Meine Mutter hat schon gesagt, die weint, wenn ich dann da einlaufen komme und so. Zicke, zacke, zicke, zacke! Hoi, hoi, hoi! Einkleidung in Berlin, gut 2 Monate vor dem ersten Spiel. Nicola Brings ist die Erste. Einfach ja. Und dann am besten gleich schon mal rübergehen, da werden dann die Koffer und alles andere ausgegeben. Hallo! Ich
war auch ein paar Wochen vor der Einkleidung total aufgeregt. Hat Einzel jetzt schon ein Interview mit mir nochmal vor? Oh, ich muss machen. Und auch noch Sky nochmal. Ach, ja, schön. Haben die gerade auch nochmal gesagt. Von Sky hier? Ja, ja, die stehen da vorne. Susanne ist die Nächste. Ja. Wir geben denen ein bisschen größere Größe, aber die fallen leicht klein aus. Von daher einmal anprobieren, dann am Zimmer und dann bei 40, ne? Ich helfe heute den Team Special Olympia Deutschlands. Die freuen sich so sehr, aber ich freue mich auch wirklich, dass sie helfen. Ich versuche so mehr oder weniger eine kleine Motivation zu geben. Ich lebe vom Fußball und das ist mein Leben eigentlich. Das ist, nee, für mich ist eigentlich kein anderes Ding. Nee, nee, nee. Ist ein Stück rüber? Ja, klar. Gerne. War sehr schön, so viele schöne Klamotten zu kriegen hier. Und ich bin auch sehr aufgeregt und so alles, ja. Und so. Ja, die Nicola hat ja hier richtig viele Termine. Deswegen wurde ich jetzt zum Packesel. Ja. Ja. Danke. Im Moment irgendwie kann ich noch nicht so viel dazu sagen, weil das alles noch ein bisschen unglaublich ist alles. Weil ich das noch nicht so fassen kann, dass alles so stattfindet. Nicola, ich weiß, ihr wart zum Trainingslehrgang in Berlin. Ja, es wird schwer, da was zu holen, aber ich würde gerne auch eine Medaille holen. Sind glücklicher. Zu Hause bei Tom Krohn, dem Hockey-Nationalspieler. Danke dir. Hast du auch noch was, Teddy? Nee, ich hab noch. Kannst dich zwischen uns setzen dann. Und Sonnabend ist Training? Ja. Wollen wir abends noch was essen gehen? Heute Abend nicht. Boah, will ich vielleicht auch nicht mit dabei. Bist du morgen nicht mit dabei? Wieso das denn nicht? Also es ist mir gerade echt so viel Arbeit. Also brauchst du mal was zum Luft holen? Ich brauche mal nochmal Luft holen. Okay. Sonst bin ich schon wieder unterwegs. Dann bin ich auch schon wieder zum Essen eingeladen. Und es will mir einfach mal ein bisschen so viel. Ich brauche mal einen Tag hier mal Luft zu holen. Und alles gut, dann nimm dir den. Ja. Es war ein ganz schöner Schritt, wenn das erste Kind auszieht. Er hat immer gesagt, er möchte gerne in einer eigenen Wohnung wohnen und nicht in einer Wohngemeinschaft. Und dann haben wir gesagt, naja, müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie hinkriegen. Für mich war es auch ein sehr großer Schritt. Man, natürlich sind die Väter und die Mütter trauern ja immer um mich. Die wollen mich ja fast jeden Tag sehen. In den ersten Monaten haben wir auch immer gedacht, schafft er das und dies und müssen wir mal gucken und so zum Aufräumen gekommen und so. Und dann haben wir uns wirklich distanziert, weil er das eben auch alleine hinkriegte. Zu Hause hatte er zwar sein Zimmer, war auch sein eigenes Reich, aber es ist doch was anderes, wenn die Eltern noch unten sind oder auf der gleichen Etage. Und hier war es eben so, Tür zu und sie sind weg. Ne? Und das hat ihn, glaube ich, auch nach vorne gebracht, also diese Selbstständigkeit. Ne? Ich wasche auch regelmäßig. Auch meinen Sportkram wasche ich durchaus selbst. Da hast du ja einen Wäscher, denke ich. Ja, da habe ich auch einen Wäscher, der Jonas. Wenn wir zusammen Sport machen, nimmt er gleich meine mit in seine. Und zack, haben wir für die nächste Woche wieder saubere Wäsche. Na, Kumpel, alles cool? Ja, und dir? Ja. Schickes T-Shirt. Das ist toll. Und das ist einfach, dass er auch gleich mit mir eingezogen ist, im selben Jahr wie ich. Und ich freue mich tierisch, dass er da ist. Wir sehen uns ja was jeden Tag. Im September sind es 10 Jahre nächstes Jahr. Wahnsinn, ne? Und da war die Bude noch ganz leer. Hier ist noch ein bisschen was von der Arbeit. Ich stehe als Verkäufer auf der Fläche und berate die Kunden. Für Filme, CDs, Zubehör, Konsolen. Das habe ich auch so viel stehen hier. Genau. Weil ich mein Hobby damit verbinde. Auf dem ersten Arbeitsmarkt zu arbeiten, das ist schon. Kommt schon nicht so oft vor. Das ist schon was Besonderes. Das stimmt. Und das Gehalt umfasst eben eine Höhe, dass er sich das hier alles selbst leisten kann. Also die Miete, dann alles, was da dazugehört im Vergleich zu anderen, zum Beispiel zu seinem Freund Jonas. Das ist Werkstattarbeit und die wird eben, ich sag's mal, ganz mies bezahlt. Toms Mitspieler Stefan arbeitet bei einer Hamburger Gabelstaplerfirma. Stefan, bitte komm. Ja, Marc.
Okay, Reboplan hat gerade angerufen. Jetzt kannst du nach unten gehen und bitte die Ware holen, ja? Danke dir. Da habe ich schon oft von Frauen oder von anderen Leuten gehört, du kannst nicht richtig schreiben, du bist behindert. Das geht schon einem ziemlich nah oder du kannst das nicht, hau mal ab oder bist für die Arbeit nicht gut genug. Und das tut dann schon etwas weh dann. Mach mal einen Ordner fertig, damit wir auch sehen, wie das Produkt aussieht. Mach in Ruhe. Ich fange um 8:30 an bis 3:30. Manchmal gibt es Tage, wo das dann 4 ist, dann bin ich dann auch richtig kaputt. Aber sonst bin ich eher noch motiviert, habe noch ein bisschen Kräfte. 11, 12, 13. Der geht noch. Wir haben jetzt die Version 6. Die Version 7 ist aktuell. Dann könnt ihr dort nachher mal schauen und gegebenenfalls schmeißt ihr sie dann weg. Ne? Okay. Marc ist sehr cool, weil wir dieselben Interesse haben und deshalb haben wir uns auf Anhieb auf eine Wellenlänge gut verstanden. Es gibt natürlich auch Tage, da habe ich überhaupt keinen Bock. Will ich nur im Prinzip meine Ruhe haben und den machen und dann wieder nach Hause gehen. Aber dann sage ich das mal, erst mich in dem Moment, mir geht's nicht so gut, dann weiß er das, dann macht das sich auch ein bisschen, zieht das sich zurück oder fragt Stefan, hast du irgendwie Sorgen, kann ich dir helfen? Das finde ich schon sehr gut bei ihm. Mal sehen, ob das jetzt reicht. Einen festen Job zu haben, ist schon sehr wichtig. Wo man auch weiß, man kriegt jeden Monat sein Gehalt und man kann sich vom Gehalt was Schönes kaufen oder jetzt oder seine Freizeit für Hockey ein bisschen ausgeben. Da muss ich jetzt auch mir noch Sachen kaufen oder für meine Hobbys und die Selbstständigkeit zu haben. Das ist auch wichtig. Der Hamburger Timo Hampel und seine Schwester Gina. Sie ist Timos Unified-Partnerin im Tennis bei den Special Olympics. Das ist ein riesen Vorteil. Ich kenne meine Schwester ziemlich lange. Und da konzentrieren wir uns darauf, in den Weg gewinnen. Und meine Schwester gibt mir Tipps. Es ist eine richtige Ehre, mit dabei zu sein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass es nicht durch meine Leistung der Fall ist, sondern durch Timos und ich da dann so durch quasi Zufall reingerutscht bin. Ich liebe meine Schwester über alles. Ist egal, ob der in Tennisplätzen steht oder von anders. Dadurch, dass ich da mit groß geworden bin, habe ich irgendwie das Gefühl, dass ich früher erwachsener geworden bin, aber dass ich auch so manche Verantwortung dann übernehmen musste und quasi die große Schwester sein musste anstatt die kleine. Aber das, ja, da meckerst du jetzt rum, Timo, aber so habe ich mich damals gefühlt. Es hat dazu geführt, dass wir noch eine engere Verbindung haben als manche anderen Geschwister. Es geht nach Köln zum Tennisprofi Andreas Mies. Was meinst du denn, was wir machen? Tennisspiel, Doppel. Meinst du, wir dürfen mal gegen ihn spielen? Ja, vielleicht das. Also ich hoffe, dass er Timo dann irgendwie auch so taktische Sachen von wegen Doppel noch mitgibt oder uns mitgibt. Hi. Hi. Hallo Timo. Hallo. Hey, freut mich, dich kennenzulernen. Ja, Ingo. Ja, freut mich. Hi. Hallo. Andi. Gina, hallo. Ja, schön, dass ihr da seid. Ja. Schön hier in meiner Heimat, im schönen Kölle. Dann gehen wir mal zum Training. Ja, ist einfach eine große Ehre für mich, Botschafter Special Olympics NRW zu sein. Jetzt schon seit einigen Jahren. Und als ich gefragt wurde, musste ich nicht lange überlegen und habe dann auch sofort zugesagt. Timo, wie oft trainierst du denn in der Woche? 3-mal in der Woche. Macht ihr dann ein schönes Familiendoppel auch, ja? Richtig, das machen wir auch. Okay. Ich bin der Beste, die beiden. Du bist der Beste, ja, Timo? Das werden wir gleich sehen auf dem Platz, ne? was du drauf hast, ne? Spielst du lieber Vorhand oder Rückhand? Eigentlich Vorhand, eigentlich, dass meine Stärke ist. Rückhand muss ich immer öfters üben. Andreas Mies hat 2-mal die French Open im Doppel gewonnen. Ja, hier. Gleich, ne? Kennst du fast alle hier? Ich habe selber ganz lange hier trainiert. Ich würde sagen, wir spielen uns erstmal kurz im T-Feld ein und dann gehen wir gleich nach hinten, okay? Okay. Timo, das hast du mir ja gar nicht verraten, dass du Linkshänder bist.
Scheinwaffe. Das ist ja noch fieser jetzt als Linkshänder. Ich glaube, dass es halt über Sport noch mal einfacher ist, Inklusion wirklich weiter zu verbreiten. Dass da dann die Berührungsängste, die manche dann ja haben, einfach verloren gehen. Nochmal, Timo. Ja, mein neuer Doppelpartner. Ja, ja. Wir arbeiten dran, ja. Oh, was ist das denn? Oh Gott. Oh, nee, den hab ich nicht. Schöner Lauf, Timo. Ja. Aber das gibt's nicht. Das gibt's doch nicht. Dieser Ehrgeiz ist schon besonders. Und ja, auch einfach, wie herzlich die sind und wie ehrlich die sind. Jawohl. Yes! Ich finde das toll. Hat mir wirklich herausgefordert. Kann man so sagen. Bravo, Timo. Timo, komm her. Super, super gespielt. Super gespielt. Glückwunsch. Ich glaube, der Timo ist gut vorbereitet für die World Games im Juni, ne? Die Special Olympics World Games. Danke. Da bist du gut vorbereitet, ne? Ich komme auch noch mal irgendwann nach Hamburg und dann spielen wir eine Runde, okay? Ja. Das machen wir. Das machen wir, Timo. Die Werkstätten von Hefata. Hier arbeitet Susanne Peters, die Fußball-Nationalspielerin. Heute mache ich das, gestern habe ich hier gedrückt, dann mache ich Zigarettpapier oder Steuerteile. Von 8 bis, eigentlich bis halb 5, aber ich darf ja heute früher ab. Susi, ja? Ist heute noch Fußballtraining? Ja. Um wie viel Uhr ist heute Fußballtraining? 17 Uhr. 17 Uhr? Hm. Ich glaube, man kann sagen, die Susi ist nicht unsere Starspielerin. Nein. Nee, ne? Aber die ist ganz wichtig, dass sie mit dabei ist. Und das ist auch für uns als Träger wichtig, dass wir eben auch Spielerinnen eine Möglichkeit geben, an den ganzen Spielen teilzunehmen, die dann vielleicht nicht in der ersten Reihe stehen, sondern in der zweiten. Wenn ich nicht spiele, feuere ich die an. Und die sagen immer zu mir, du Susi, ist das die treueste Seele der Mannschaft. Das haben die Mädels denn gesagt. Das bist du. Die Susi ist jetzt hier in einer unserer Betriebsstätten. Bei uns arbeiten so ungefähr 1770 Menschen mit Behinderung. Und einige unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind so leistungsfähig, dass sie den Sprung auf den ersten Arbeitsmarkt fast schaffen bzw. auch schaffen. Die Kapitänin der Fußballnationalmannschaft Nicola Brings hat es geschafft. Ihr Arbeitsplatz ist die Kantine. Wir freuen uns, dass sie wirklich hier bei uns ist. Egal, was man ihr sagt, die macht mit Freude. Und ja, ist unsere kleine Sonnenschein eben. Das, was sie uns mitbringt, ist jeden Tag aufs Neue motiviert zu sein, hier hinzukommen. Und das, da tankt das ganze Team auch seine Kraft raus. Ja, mein Schatz, haben wir alles jetzt? Nee, Tomaten Mozzarella haben wir noch nicht drauf getan. Eigentlich haben wir hier. Ja, machen wir sie auf die andere Seite. Das ist auch ein Schritt, da bin ich so glücklich, dass ich den Schritt auch gemacht habe. Die 4 Monate jetzt, dass ich da Praktikum mache und so alles. Ach, das ist großartig. Das Schönste ist es ja, wir brauchen ja nicht jeden Tag der Nicola zu erklären, was sie machen soll. Das ist bei ihr, was uns wirklich sehr freut. Sie arbeitet sehr selbstständig. Wollen wir die wieder in diesen großen neuen Korb reintun von Birgit? Vorne die Köpfchen, ja, ja. Die Brötchen? Ja, genau. Ja, die ersten Tage, die waren schon sehr gewöhnungsbedürftig, weil es einfach, ja, es arbeiten wir einfach. Hier läufst du die ganze Zeit, hier bist du die ganze Zeit nur auf Achse. Hier bist du eigentlich nur die ganze Zeit was am Machen. Hat war so besprochen, dass sie von 9 Uhr bis 3 Uhr arbeitet. Und irgendwann kam Nicola dann ganz von alleine auf uns zu und hat gesagt, das, was morgens passiert, möchte ich aber auch mitmachen, möchte ich auch erleben. Und seitdem arbeitet Nicola, wie wir alle, von 7 Uhr morgens bis nachmittags um 3 Uhr.
Ich habe meine blöde Frage. Soll das da drauf? Ja, oh, sorry, kann gut sein. Alles gut. Ja. Das sieht lecker aus, deswegen. Wollen Sie das auch? Wollen Sie das auch? Ja. Ja, ein bisschen. Okay. Ich weiß nicht, ob jeder von den Grünen mal steht, aber. Dankeschön. Bitteschön. Sie geht da ganz gelassen immer an die Sache ran, immer mit so einer gewissen Lebensfreude und mit so einem, sie erdet uns immer so ein bisschen halt, ne? Also sie holt uns immer wieder auf den Boden der Tatsache zurück und das ist ganz nett. Orgi, aber ohne die Polenta bitte. Ah, ohne das? Ohne das. Ja, okay. Nur die hier und dann die Soße, ja. Genau, danke. Würde hier gerne bleiben, weil hier fühle ich mich sehr wohl und alles. Kollegen sind ja sehr nett und alles. Das ist einfach alles sehr, sehr. Endspurt für die Hockeys auf dem Weg nach Berlin. Der letzte Wettkampf für die drei NationalspielerInnen vor den Weltspielen. Lauf schnell hin bis zum Haupttor. Ja. Da stehen die Leute von der Hockeybande und die wollen rein. Also alle Hacken in Teer und los. Das Besondere an diesem Turnier ist, dass wir das noch mal als Training nehmen für die Special Olympic World Games. Und außerdem haben wir praktisch ziemlich die Hälfte der Nationalmannschaft hier von Special Olympic Deutschlands Team. Tolle Spiele, tolle Tore. Wir haben tolle Gäste und ich freue mich schon drauf. Levi, Timo, auf die Bank. Was? Schnell spielen, fast so gut wie direkt, wenn es geht. Hurra! Hurra! Heute ist ein besonderer Gast da. Hockey-Fan Johannes B. Kerner. Inklusion im Sport, absolut schwierig, aber total bedeutungsvoll. Jetzt können wir gleich mal wechseln. Dann Verena, du für Nikolai. Okay, ich nächstes mal. Aus. Ja, wenn er mal im Aus ist. Ich weiß noch, am Anfang war sie draußen und dann kam sie rein, hat sofort die Ansagen gemacht. Hat auch so eine fast rotzige Selbstverständlichkeit, also die Fehler machen die anderen. Die hat gar kein Problem, mit den Männern in der Mannschaft umzugehen. Und den Ehrgeiz spürst du nun wirklich in jeder Faser. Gut, Verena! Weiter, Verena! Unsere Stärken sind, dass wir ein Team sind, Teamgeist haben. Und das ist bei uns, glaube ich, die Stärke bei den Hockeys. Wir spielen jetzt auch immer auch so zusammen für die World Games. Ja. Für die Special Olympics? Genau. Ah, okay, dann sind einige von euch. Oh, guck mal jetzt. Levin! Levin! Hat dein Kollege leider gut gehalten, ne? Ja. Okay, wie oft trainiert ihr? Immer Samstag. Immer Samstag, okay. Ja. Okay. Also wirklich einmal die Woche? Genau. Okay. Ihr könntet natürlich auch noch ein bisschen sonst. Ja. Fitness und so weiter. Ausdauer könnte man auch noch. Okay. Ja. Hilft natürlich, ne? Das stimmt. Ja. Bei dem Spiel gegen Berlin hat uns ein bisschen mehr an Geschwindigkeit gefehlt. Und der Torabschluss war auch nicht so doll. Aber sonst hat mir das Turnier sehr viel Spaß gebracht. Totaler Einsatz. Und ich sehe hier ein Berlin-Hamburger Duell. Und es ist wie immer. Die Hamburger machen das Spiel und Berliner führen. So, Stefan, da rennst du vor, ne? Bitte sehr, herzlichen Glückwunsch. Danke. Verena, herzlichen Glückwunsch. Danke. Herzlichen Glückwunsch zur Silbermedaille. Zweiter, ich hätte aber gehofft, dass wir Erster geworden wären. Aber Zweiter ist auch gut. So, und jetzt kommen wir zum ersten Platz. Das sind unsere Freunde aus Berlin-Brandenburg. Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch zum Sieg. Danke. Glückwunsch zur Goldmedaille. Danke. Toll. Also dann wünsche ich euch alles Gute in der Vorbereitung auf Berlin. Ja. Vielleicht machen wir noch eine kleine Trainingseinheit zusammen. Da könnt ihr mich dann platt rennen. Ich kann zwar kein Hockey, aber ein bisschen laufen kann ich. Dann müsst ihr mich halt platt machen. Ne? Okay. Aber das kriegen wir schon hin. Drückt euch sehr die Daumen. Toi, toi, toi. Ja, Verena? Stefan? Toi, toi, toi. Alles Gute. Timo Hampel hat auch mal bei den Hockeys gespielt. Seine größten Erfolge hat er aber im Tennis erreicht. Mir wichtig sind die Medaillen, die Weltspielmedaillen. Die nationalen sind diesen
Die finde ich toll. Ist der Gold und Silber geholt hast, kann man auch den Weltspielen teilnehmen. Ich will Trainer werden. Mein Verein SVE Eichstätt. Und ich habe Übungsleiter auf Ausbildung von Sportinklusion einen Kurs gemacht. Und damit habe ich diesen Preis bekommen. Die Politik macht immer so wenig Inklusionsrechte. Wir wollen nicht nur in den Mittelpunkt stehen, wir müssen mehr was tun. Und das ist mein Ziel. So, das ist mein YouTube-Kanal. Und mein nächstes Video ist das da. Das ist mein Lieblingsvideo. Herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. Das Thema ist Inklusion. Und da wir auch schade finden, und die Weltspiele vor der Tür steht, und das Ende ist, was dann? Können nur ein Russen der Welt kommt oder gar nichts? Nein. Hallo Mama! Ah, komm her! Wie ist dir gut? Bis jetzt fantastisch. Und dir? Ich komme klar. Aber ich liebe meine Mutter über alles. Die ist auch meine Betreuerin und meine Mutter. Ich finde das schön. Meine Mutter hat so viel schon gemacht. Timo wohnt in Hamburg in einer Wohngemeinschaft. Ich wohne mit Lukas Barke zusammen. Und wie lange ich hier wohne, Mama, das bräuchte seine Hilfe. Wie lange bin ich hier eingezogen? So im Sommer 2020 dann, ne? Ich bin total stolz auf ihn und auch auf uns, dass wir uns das getraut haben, ja. Ich komme klar damit. Wenn ich Hilfe brauche, kann ich einfach anrufen. Du hast ein Recht auf eine Selbstbestimmung und ich bin froh, als gesetzliche Betreuerin dir das Recht geben zu können und durchführen zu können in deinem Sinne. Ach, ich will nicht auf die Regeln die Welt spielen, Mama. Lüge. Nein, es ist keine Lüge. Nee, warum bist du nicht aufgeregt? Ich bin nur nervös. Ah ja, okay. Nervös ist es nicht aufgeregt. Ich nehme das Konzentration. Auf die Welt spielen, ich will gewinnen, nicht verlieren. Timo trainiert bis zu dreimal pro Woche für die Special Olympics. Mein Freund! Hallo Timo! Ist dir gut? Ja, sehr gut. Grüß dich. Wollen wir reingehen? Wollen wir. Ich darf mit Timo trainieren seit gut anderthalb Jahren und bereite Timo auf die Special Olympics vor. Timo ist ehrgeizig, teilweise ein bisschen drüber. Timo ist allerdings auch ein unglaublich lieber Mensch, ja, mit dem ich gerne einfach die Stunde mache. So, Timo, bist du fit? Ja, bin ich. Sehr gut. Was soll Sehr ich gut. Machen? Ja, einlaufen, wie immer. Timos Trainer war selbst mal Tennisprofi. Ich habe mit einigen anderen einen Verein gegründet und wir bieten Training an, inklusives Training für Kinder und Jugendliche mit Behinderung oder ohne. Das ist so eine der Geschichten, wo ich sage, okay, das wollte ich immer mal machen. Genau, ganz locker, ganz entspannt. Ich finde das toll, dass die einen Verein gemacht haben. Uns unterstützen die Weltspiele. Das finde ich einfach toll und die Zeit genommen haben. Ich beschäftige mich seit 3 Jahren mit dem Thema, dass das viel zu wenig gelebt wird. Finden alle toll, super, dass du das machst. Aber ja, ich sag mal so von Vereins-, Verbandsseite, ich find's viel, viel zu wenig. Ja, und ran. Okay, bisschen flacher, ne? Den kurzen. Bisschen flacher übers Netz. Ach, es ist sehr guten Trainer. Wir üben mit meiner Rundhand, besser werben, das ist die Hauptsache. 3 Bälle noch, Rückhand-Slice, eine Hand. Ja. Wir haben in den letzten Wochen schon ein bisschen angefangen, so ein paar Spieleröffnungen zu machen. Und dann werden wir am Ende auf jeden Fall ein paar Punkte spielen. Timo spielt immer gerne Punkte, misst sich gerne. Sauber, schade. Guck mal hier. Bleib mal stehen. So, da sollst du ihn hinwerfen. Guck mal hoch, da oben. Die Höhe brauchst du. Mache ich jetzt aber nicht jedes Mal, ne? Vor jedem Aufschlag. Sehr gut.
Ich mache sehr viel oder ausschließlich nur Erwachsenentraining. Die haben genauso ihre Befindlichkeiten, wie Timo sie hat und wie ich sie habe. Also so viel Unterschied ist da nicht. Genug der Streicheleinheiten, mein Lieber. Denn jetzt spielen wir Punkte aus. Oh ja. Sehr gut. Timo, eben geübt. Vor und aus dem Halbfeld. Ich glaube, dass es halt Menschen wie Timo braucht, die stetig am Ball bleiben und das nach vorne bringen wollen. Das ist halt super wichtig. Und ja, da kann man nur hoffen. Ja, der ist zu gut. Bravo. Ich habe knapp gewonnen. Danke dir. Gerne. Gut trainiert, Timo. Sehr gut. Danke. So, Timo, jetzt müssen wir noch eben aufräumen hier, ne? Die versprochene Extra-Einheit für die Hockeys mit Fernsehmoderator Johannes B. Kerner. Na, Männer? Ja. Alles gut? Schön, euch zu sehen. Ja? Adler auf der Brust jetzt. Natürlich. Ja? Muss sein. Leistung gezeigt werden. Ja. Seid ihr gut im Saft? Ja. Sind wir. Ja? Okay. Der Sport ist der Kitt unserer Gesellschaft. Und Berührungsängste abzubauen, da ist Sport natürlich. Also es ist perfekt. Weil wenn du zusammen joggst oder wenn du zusammen Sit-Ups machst, dann hast du die gleiche Challenge in dem Moment. Wir verausgaben uns zusammen und haben einfach eine gute Zeit miteinander. Und langsam aufgeregt Richtung Berlin? Oh, es geht schon. Es geht. Ja? Auch kribbelt ja. Schon. So ein bisschen fängt jetzt an, oder? Ja, also, wenn man so näher rückt, wird man nervöser. Die Eröffnungsfeier und das erste Spiel natürlich zu gewinnen, hoch aus. Oh, gut. Sag mal, und ihr wisst schon, ne? Olympiastadion, wenn dann die Eröffnungsfeier ist, da werden ein paar Leute sein. Ja, ja? Das weiß ich. Das ist richtig, richtig groß. Aufregung kommt dann von selbst, auch vor den Spielen. Wenn dann die Hymne gespielt wird und so weiter, das sind schon echt besondere Momente, wenn du merkst, okay, jetzt habe ich hier den Adler auf der Brust, hinten drauf steht Germany, jetzt will ich auch liefern, jetzt soll sich das lohnen, was ich da all die Monate und Jahre gemacht habe. Ich habe mir schon überlegt, ich mache meine eigene Methode, dass ich gleich vor dem Spiel immer meine Kopfhörer und bestimmte Musik. Also bei mir ist immer so, wenn ich bin ja nun kein Leistungssportler, aber halt beim Fernsehen, da ist immer, dass ich versuche, perfekt vorbereitet zu sein. Also wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles getan, was ich tun konnte, dann kriege ich irgendwie so eine innere Ruhe. Und das mit Kopfhörern ist sicher, du weißt, viele machen das. Fußballer, ja. Leichtathleten und so weiter. Nee, ich sage, Leute, jetzt mit ein paar Minuten in Ruhe. Ich muss erstmal für mich erstmal ankommen. Gute Idee. Und runterkommen. Gute Idee. Ich bin mental anders. Was machst du? Als er bin ich anders. Und wie machst du es? Ich brauche Geschichten. Dass du gepusht wirst? Dass also ich gepusht werde, ja. Okay. Sonst sind es heißt auch die Trainer oder auch Betreuer oder auch Familie, die hinter mir stehen. Und das beruhigt mich auch. Das heißt, die willst du sehen und spüren und hören? Genau, das will ich, ja. Ja, okay. Ja, die sollen mich anpeitschen. Ja, das ist gut. Und so ist jeder anders. Ja. So ist jeder anders, ne? Okay, Tom, Stefan, tut mir bitte einen Gefallen, macht mich nicht fertig. Okay. Ja? Ja, ich bin hier nicht, dass ich da hinterher hinke. Ja? Auf geht's, los, komm, ein paar Schritte Bewegung, schadet ja nicht. Ja, okay. Macht ihr immer Lauftraining vorneweg? Ja. Bisschen zum Warmmachen? Ja. Aber man müsste das öfter machen beim Training. Ja. Mehr laufen, meinst du? Ja. Mehr laufen, ja. Ja, okay. Das freut mich, dass unser Sport so in nach vorne gekommen ist und auch wissen, dass Behinderte Sport machen können, ohne Einschränkungen. Viele werden Kontakt haben, indem sie die Veranstaltung in Berlin besuchen. Und das Schönste wäre, wenn es ein Schneeballeffekt ist. Also wenn man einmal Kontakt damit hatte, also ich hatte jetzt Kontakt damit, mich lässt der Gedanke nicht mehr los. Und wenn das so ein Effekt ist, der dann ja mit einer gewissen Zeit sich ausbreitet, dann glaube ich, können wir viel Spaß daran haben und können den Menschen die Aufmerksamkeit geben, die sie zweifelsohne verdienen. Und wie viele Spiele habt ihr? Mir wurde gesagt, oder ich habe gehört, 2 Spiele am Tag. Das ist viel, ne? Ja. Okay. Musst du schön haushalten mit den Kräften, ne? Ja. Okay. Für ein Torwart nicht so ein Problem. Ich stehe niemals, es halten hier nur rum. Der wirkliche letzte Mann ist der Torwart, an dem hängt es am Ende. Und habe ich gesehen, was er da drauf hat,
Und klar, kannst nicht jedes Tor verhindern. Das Ganze ist ein Teamsport, aber schon gut, ihn da zu haben. Die Frauennationalmannschaft in der Zentrale des Deutschen Fußballbundes. So, uns seid ihr jetzt ein bisschen aufgeregt. Wir sind beim DFB in Frankfurt. Auf dem Weg zu Ex-Nationalspielerin Celia Sasic. Hallo, hi. Sarah. Freut mich sehr, dass wir jetzt es mal geschafft haben, zusammenzukommen. Also es ist echt ein unglaubliches Gefühl, erstmal auch hier hinzukommen, das Ganze hier zu sehen. Ja. Sollen wir in die Kabine weiterziehen? Ja, ich habe die schon mal spielen sehen, auch schon mal. Früher in der Nationalmannschaft von der Frauen, ja. Die ist auch mega, ja. Wie viele von diesen Weltspielen habt ihr schon gemacht dann? Ehrlich sind ist das jetzt unsere zweite große, weil 2015 waren wir in LA. Wow. Amerika. Und im letzten Jahr bei den nationalen Spielen habt ihr da abgeschnitten? Hat das Spaß gemacht? Wow. Dritter. Ja. Mit Holland zusammen. Ja. Sehr gut. Haben wir erstmal nicht geglaubt, aber. Aber alles war mal. Wartet auch so ein bisschen. Wie pusht ihr euch eigentlich in der Mannschaft, wenn ihr vom Spiel oder so? Ja, es ist schon so, dass man auch sich gegenseitig einfach ein bisschen anfeuert. Und manchmal merkt man ja auch, der eine ist heute nicht ganz so gut drauf oder der fühlt sich nicht so gut, dass man den einfach auch unterstützt. Ja, das stimmt. Ja, bei Susi ist es tatsächlich gerade so, dass sie gesundheitlich noch ein paar Probleme hat. Okay. Und deswegen ist es für sie immer ganz interessant, dann halt auch zu erfahren, wie andere halt auch mit so Situationen halt umgehen, damit sie vielleicht halt auch mit daraus lernt. Und sie setzt sich dann halt immer schnell zu sehr unter Druck. Ne? Deswegen, damit muss man dann halt auch wieder umgehen können. Das hat man schon gespürt in der einen oder anderen Situation, wie sie sich gegenseitig unterstützen, wie sie übereinander reden und auch über sich als Team reden. Und das muss ich sagen, hat mich schon sehr beeindruckt, wie sie das aufgenommen haben und wie sie das auch leben und ganz bewusst leben. In den letzten Wochen hat sich halt bei Susi immer mehr herausgestellt, dass sie halt nicht mitfahren kann, was natürlich halt sehr, sehr schade ist. Aber ja, Susi hat sich halt so, nachdem der ganze Druck dann jetzt halt auch weggefallen ist, viel besser halt und befreiter halt wieder gefühlt. Und ja, deswegen gucken wir jetzt halt einfach mal. Das ist ja eigentlich auch das, was ein Mannschaftssport und ein Team einfach auch machen kann, dass da Leute da sind, die einen auffangen können, dass man mit seinen Stärken und Schwächen dann trotzdem seine Rolle in so einer Mannschaft auch finden kann. Wollt ihr euch abwerfen, dass wir ja, die genau. Zeit nutzen können? Wollt ihr einfach cool. Jeder einen Ball mit an den Fuß? Genau, lasst ein bisschen Platz dazwischen, ne? Nur mit dem rechten Fuß, mit der Innenseite. Okay, so und jetzt, siehst du, perfekt. Super. Konzentriert euch auf euch selbst und auf nichts anderes, weil eigentlich, wenn du überlegst, du musst den Ball von hier 11 Meter ins Tor schießen, bist du normalerweise im Vorteil. Aber es ist natürlich der Kopf, der auch immer ein bisschen mitspielt. Wow, sehr schön. Der war richtig gut platziert. Ja, die ist auch sehr nett und die ist auch sehr, von der kann man noch viel lernen. So. So, Nico, als Mannschaftskapitänin. Wir haben eine Kleinigkeit mitgebracht für den schönen Tag. Wollten wir uns noch mal bedanken. Ja, vielen Dank. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, euch kennenzulernen. Und ja. Es war wirklich ein Wow. Wir haben alle unterschrieben. Mit den Originalunterschriften. Ja. Sehr cool. Also den werde ich in Ehren halten. Vielen lieben Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch kennenzulernen, auf dem Platz mit euch zu sein. Ganz cool. Einen ganz großen Zicke-Zacke, Zicke-Zacke! Sehr gut. Den kannte ich sogar, ne? Ja. Sport ist halt auch nun mal etwas, was uns alle irgendwo bewegt, was die Leute auch zusammenbringt. Und das ist ja dann auch die Kraft von solchen Großereignissen, eben die Menschen zusammenzubringen und davon zu zehren nach so einem Turnier. Inklusion ist einfach extrem wichtig, ne? Weil ich einfach finde, dass die geistig behinderten Athleten einfach oft so in den Hintergrund geraten. Wir wollen Aufmerksamkeit, die Politik mehr der Macht fährt. Wir wollen mehr erreichen. Mittlerweile ist es mir scheißegal, was die Leute sagen oder denken. Ich ziehe mein Ding durch.
Ich weiß, welche Kraft das entwickelt, wenn in Deutschland ein Sportereignis stattfindet, was die Leute einfach mögen, was die Leute lieben, wo man sich gegenseitig trägt. Würde mich auch noch mal freuen, dass das auch noch ein bisschen bleiben würde. Dass es halt auch wirklich langfristig in der Gesellschaft halt auch einfach ein bisschen mehr verankert ist. Ja, das würde mich freuen.